Es ist ohne Zweifel eines der krassesten Bilder der Welt, die Erschaffung Adams. Und Michelangelo war in dieser Maltechnik nicht mal erfahren. Irgendwie gibt es immer diese eine Person im Freundeskreis, die alles kann, und das war Michelangelo. Richtig unsympathisch. Michelangelo hatte tatsächlich Hater und die wollten, dass er das hier verkackt, die Sixtinische Kapelle in Rom. 520 Quadratmeter ist dieses Deckengemälde groß und die Maltechnik heißt Fresco, da malt man auf nassen Putz. Über 4 Jahre hat Michelangelo daran gearbeitet, konstant mit dem Gesicht nach oben. Und wie läuft's mit dem Malen? Mega gut! Hier sehen wir Adam, wie er sexy chillt, und hier sehen wir Gott, wie er ihm den Lebensfunken einhaucht. Die Frau hier ist vermutlich Eva, schwer zu sagen, was sie gerade denkt. Also Gott, das ist dieser Adam. Oh. Ey, ich habe einen Tag an ihm gearbeitet. Naja, okay. Es gibt übrigens die Theorie, dass der Umhang hier genau die Form hat von einem Gehirn oder von einer Gebärmutter. Oder vielleicht auch nicht.